So. So reise ich übrigens, wie man das sieht. Kleine Tasche. Jetzt geht's vom 30. Stock in die Lobby. Gute Aufzüge von Schindler hier. Absolut cool, wie das hier alles abgelaufen ist. Jetzt muss ich theoretisch nur noch die Tür öffnen. Okay. Dann kann ich auch schon den hier wieder reinpacken. So, 733. Hier. Zack. Das war's schon. Jetzt muss ich ja nur noch rauskommen. Dann komme ich theoretisch noch rein. Geht's hier wieder in die Hitze, ey. 35 Grad. So. Das war's. Dem geilsten Airbnb, das ich hier hatte. Heute mal mit der Bahn. Also bis zu dieser Station konnte man einfach mit der Visa bezahlen. Aber hier musste man bar bezahlen, was ein bisschen blöd war. Aber die nette Dame am Ticketschalter hat einfach für mich bezahlt. Ich habe ihr dann 2 Dollar gegeben als Trinkgeld, wollte es nicht akzeptieren, weil das viel mehr ist als das, was sie bezahlt hat. Wow, ich sitze zum ersten Mal im Zug von Siemens. Das ist ein Siemens. Siemens. Hier wird noch so viel gebaut, das ist so krass. So, ich hab's geschafft. Ich habe mein Boarding-Ticket nach China. Ich bin mal gespannt, ob die mich auch im Flieger reinlassen. So, D6 geradeaus. Okay, bin mal gespannt. Was haben die denn hier für Flieger? Die 1 bis die 8. Ist schon wieder alles so Luxus hier. Etihad. So, da ist der Flieger aus China. Schön in Blau. Auch noch nie gesehen. Also der ist schon schick. Ich soll jetzt nur noch einchecken. Die haben hier echt viel eingekauft, alle vom Dirty Free Shop. So, die Chinesen sind wie gewohnt immer sehr laut. Gucken wir mal, wie der Flieger ist. Farbe ist schon mal blau, das gefällt mir sehr gut. So. Hallo. 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 Okay, ganz schön. Okay, jetzt schon ein krasser Unterschied. Weißt du was, ich setze mich einfach hier hin. Okay, wow, das ist so mit das Beste, was ich jetzt schon so lange mal gesehen habe. Ein Fernseher mit Fernbedienung, Tisch, alles drum dran. Ich weiß aber nicht, ob ich hier sitzen darf. Ich habe mich einfach mal hingesetzt. Ich habe keinen Bock, hier zu suchen. Boah, geil. Alter, guckt euch das mal an, das ist ja wie ein Gameboy. Ich werde verrückt. Wie geil. Endlich mal wieder ein cooles Flugzeug. Das ist übelst krass viel Beinfreiheit. So ein bisschen leer, der Flieger. Geil.
Strahlmaschinen sind nicht mehr gefragt. Das ist ein A380, glaube ich. Ich habe das schon ganz oft beobachtet, dass die einfach nur stehen. Selbst dieser Dreamliner ist ja riesengroß und oh, der ist nicht mal voll. Das ist sowas wie, ja, ich weiß es nicht, ich glaube halt wie Tuschu, also eingelegte irgendwas. Ja, ich esse jetzt hier meinen Brownie mit meiner Milch, mega geil. Also wie geil, ich habe ihn gerade gefragt, also den Hostess, ob was man typisch trinkt auf einem chinesischen Flug. Das hat er leider nicht verstanden. Jetzt hat er mir irgendwo Bier aufgetrieben und gesagt, hier, möchtest du Bier? Ich so, nein, nein. Aber der Service ist on point. Also wirklich, wow, wow, wow. Da können wir noch, also ist wie früher fliegen einfach. Essen war gut. Viel, auch sehr viel. Und Infotainment ist gut. Krass. Vor allem von Spottpreis. Also das habe ich für den Hinflug auch bezahlt. Aber da saß ich in derselben Maschine, aber viel eingeengter. Und es ist halt Ryanair-Style. So billig, billig. Und hier ist halt richtig krass. Hier hast du halt alles am Start. Ne? Es steht alles drauf, wo du gerade bist. Wie schnell wir sind. Wir fliegen fast Mach 1. Halt wie früher, richtig schön. Ich freue mich schon auch auf den zweiten Flug nach Amsterdam. Ich hätte nie gedacht, dass der so bequem ist, so gut ist. Und die Sitze sind jetzt nicht so gepolstert, also die anderen hatten Recaro-Sitze, aber hey, Infotainment ist da, Essen ist super,
kostenlos essen. Das heißt kostenlos, ich habe es ja bezahlt, aber mit den anderen gibt es das halt nicht mehr. Gespannt. Also der Flughafen ist schon krass groß. Heftig. Das ist doch mal geil. Also das ist mal interessant. Die Airline hat mir jetzt ein Hotel geklärt, kostenlos. Da schlafe ich wohl mit irgendeinem anderen. Ist mir egal. Also die letzten Tage habe ich nur mit Leuten gepennt, mit 10, 20 Mann. Was aber krass ist, ich dachte, ja, Taxi musst du selber bezahlen, kostet 30. Ich habe gerade Geld gewechselt, ich glaube 50 Euro und das waren irgendwie 380 oder 360 UN. Ich dachte so, oh, 30 ist aber viel. Also die sind hier cool drauf, aber nicht so ganz nett, die sind so grob, weil ich denke mal, weil es einfach so viele Menschen sind. Ja, die wollen halt schnell, ne? Also dann lustig, aber trotzdem, man verständigt sich. Interessantes Land. Ja, schade, dass es schon so dunkel ist, aber ich hoffe, ich kann das ein oder andere noch sehen hier. Und morgen früh geht es ja schon wieder Richtung Amsterdam. Which car is this? The car? What car? Mercedes? Volkswagen? Audi? Timberton. This is Timberton? Tiga, yeah. Biati. No, the BMW Mercedes. Biati. Ah, okay. Also die Automarken, die hier rumfahren, keine Ahnung, was das ist. Eado. Das sind alles elektrische Autos hier. Total krass. Aber auch viele Japaner, Japan-Autos. Da ist so. Oh. Changchun. Ich habe ihn gerade überredet, dass er ein bisschen Radio anmachen soll. Wir verständigen uns so. Aber schaut mega modern hier auch wieder aus. Krass. Ja, geil, habe ich hier so ein Willkommensgeschenk bekommen. Hier ist so ein WLAN-Router. Geil, Alter. Und heftig. So eine Klimaanlage, du musst das Fenster auf. Dann ist doch auf jeden Fall egal, ich gehe gleich mal raus. Ach so. Ich habe auf jeden Fall hier einen Nachbarn. Also das ist mein Hotel hier in China. Es ging verdammt einfach, ich weiß gar nicht warum. Anscheinend die Fluggesellschaft bietet das an für Transferflüge. Mega. Schauen wir mal. Check das mal ab. Hier gibt es die krassesten Fische. Kannst du dir einfach aussuchen.
nicht nur, also die sehen ultra selten aus. Grabenkrebse. Das ist schon geil, ja. Das ist auch schon aus. Flunder. Krass. Mein Lieber, can you speak English? I don't know. No English? No English. So, ich explore mal ein bisschen China hier. Muss sagen, ist echt ziemlich modern. Es riecht aber nur nach Kleber. So. Oh, ein schöner BMW. Es riecht so nach Kleber. Ich weiß gar nicht warum. Ich traue mich auch noch nicht so richtig zu essen. Übersetzung ist natürlich fehl am Platz. Ah, ich habe auch kein Internet. Ich gucke jetzt einfach mal, was ich so finde. Es fängt langsam an zu nieseln. Oh, der Laden sieht geil aus. Ah, das sieht echt gut aus. Alter, das sind hier fette Autos. Guck dir das mal an. Wir haben hier einen M4. Krass. Dann haben wir noch eine S-Klasse. 9L. Ein Audi RS4. Ein Lexus. Ein C63S. Alter, was sind das für geile Autos? Junge, wie geil. Ein E63. Ein Porsche 911. Wo bin ich hier gelandet? Die Chinesen sind einfach reich. Krass. Ah, jetzt bin ich richtig gespannt. Der Laden sieht auch cool aus. Ey, jetzt habe ich schon richtig Bock weiterzumachen. Geil. Okay, auf geht's. Guck mal, was es noch so Schönes gibt. Was ist das denn hier? Haben wir noch nie gesehen. Ja, anscheinend ist das hier so ein bisschen so ein wohlhabender Bereich. Hey, hier gibt es alles mit von Autos, krass. Was ist das hier? Oh, es fängt an zu regnen, gar kein Bock. Ah, das ist eine Bar, hier kann man ein bisschen was trinken. Und 5er. Und R36, ich werde verrückt. R36. Geil. So, wie man mich kennt, gehe ich natürlich auch in China in den Supermarkt. Zuerst mal gibt es was zu trinken, ich habe Durst. Was haben die denn hier? Schönes Yakult, japanisch. Cola sieht so aus. Interessant. Ich gönne mir, glaube ich, wieder so einen schönen Eistee. Die Preise sind okay. Günstig, nicht okay. Günstig, mega günstig. Ich glaube, das ist nur Sprite, das ist nur was Exotisches. Ich glaube, ich nehme einfach mal. Was ist das denn? Traubenwasser? War hier Litchi, geil. Okay, probieren mal Litchi. Gibt es hier noch Süßigkeiten? Chips. Cucumber Flavor. Oh ja. 8 Oreos. Gibt's denn hier noch? Filled Eggs and Crispy. Ne, das hört sich irgendwie komisch an. Haben wir hier noch? Ein paar fertige Eier. Krass. Oh, okay, interessant. Okay, 7-Eleven Style. Rät sie die dann fertig? Okay, gibt es ein paar alkoholische Dinger? Ich glaube, das reicht.
Puff. Mini Banner X. Hallo. So. Sehe jetzt erst, dass ein mega Schuppen für Karren, Alter. Was? Also, das schmeckt super gut. Sehe jetzt erst, dass hier Monsterkisten sind. Was? Ich hätte einfach mal Aventador, McLaren, Ferrari, Jaguar. Porsche 911 GT3 RS müsste das sein. Ja, das steht hier einfach mal rum. Ja, obligatorisch die G-Klasse. Alter, da ist auch ein Aventador. Echt der Laden, ja. Also ich habe jetzt mit vier Einheimischen gesprochen. Jeweils unterschiedlich voneinander. Hab die mal gefragt, ey, wo kann ich hingehen und so weiter. Die waren super lieb, super nett. Auch mal ein bisschen so private Sachen gefragt. Die wollen aber nicht gefilmt werden, also respektiere ich das. Mega krass hier, also mega nett, mega offen. Ich habe die gefragt, so, wo geht jetzt noch was, Party und so weiter. Die haben gesagt, ey, das ist ein bisschen zu spät. In der Regel machen die jetzt schon so um 10 dicht. Meine Uhr ist halt noch eingestellt auf die andere Zeit. Also auf die andere Zeit ist halt auch auf Thailand noch eingestellt und hier ist halt eine Stunde schon wieder voraus. Ist einfach verrückt, in welchen Zeitzone ich unterwegs bin. Auf jeden Fall super nett. Also die Chinesen mega nett. Vor allem die Mädels. Also die Mädels. Wow. aber die Männer, die können überhaupt kein Englisch. So gehe ich jetzt dann lang oder gehe ich jetzt zurück. Ah komm, ich probiere morgen früh mal mein Glück mit dem Taxi irgendwie. Dass er mich hier ein bisschen rumfährt zu den Sehenswürdigkeiten. Und ja, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch eine Suppe irgendwo kriege. Das sieht auch noch interessant. Auf jeden Fall total lieb, total nett. Ich habe die gefragt, was sie so in ihrer Freizeit machen. Spielen halt Nintendo, die zocken ganz gerne, haben sie mir erzählt. Die eine ist am Tanzen und die hat noch total fancy Namen. Ich weiß nicht, ob die echt sind, aber das hat sie gesagt, Mia. Und die eine heißt Soul irgendwas. So, hier ist so ein Suppending. Ja, guck mal, komm, wir gucken mal, ob wir hier eine Suppe kriegen. Die sieht gut aus. So, was ein Abenteuer, ich liebe sowas. Also ich habe jetzt meine Rindersuppe bekommen. Ich habe einfach auf dem Bild gezeigt, auf dem Shop. Shop und ich möchte Suppe haben. Ich habe dann über Google Übersetzer die ganze Zeit mit denen gesprochen, bis es irgendwann geklappt hat. Ich lasse mich jetzt mal schmecken hier. China ist schon voll die Autonation, habe ich das Gefühl. Aber die sind super, super nett. Ich habe gerade für 70 Cent eine riesengroße Schüssel Suppe gegessen. Dieses Eis hat, glaube ich, 40 Cent gekostet. Und jetzt schlendere ich hier noch ein bisschen rum, bevor ich schlafen gehe. Und hier, die haben so viele Elektrosachen hier, total krass.